Schönen guten Abend, ich freue mich hier zu sprechen. Ich hoffe, ich kriege es zeitgerecht hin. Ich spreche heute mit euch über Markenidentität, aber irgendwie auch über das Ego, weil eins gibt es nicht ohne das andere. Zu meinem Ego, ich heiße Florian Kovacs, ich bin Designer und Soziologe. Mein Lieblingsessen ist Okonomiyaki, ich habe Katzenlieb und ich betreibe eine Agentur für Markenidentität und Design. Da ich auch Soziologe bin, muss ich jetzt ganz, ganz weit ausholen und muss leider ein bisschen zurück in der Geschichte gehen. Wir sprechen nämlich, wenn es bei Markenidentität geht, erstmal über arbeitende Leute und Leute, die im Marketing, so vielleicht wie auch ihr, arbeitet. Und dazu müssen wir uns erstmal darüber im Klaren werden, was Arbeit überhaupt in der heutigen Zeit bedeutet. Die Arbeitssoziologie beginnt tatsächlich im Feudalismus. Also vor dem eigentlichen Kapitalismus, und da sagt man, na, ihr kennt das vielleicht so ein bisschen aus dem Geschichtsunterricht, da waren die Bauern und die haben halt für die Lehnsherren geschaffen und es war relativ klar, was jemand zu tun hat und die Motivation war auch relativ klar, es war so meistens Überleben in gewissermaßen und man hat sich halt so dahergewurschtelt, so mehr schlecht als recht, wie gesagt. Und dann kam irgendwann die Französische Revolution, der Kopf war ab, dann kam die industrielle Revolution, die kam danach und plötzlich hat sich diese ganze Arbeitsszenerie in die Städte verlagert. Die Leute standen am Band. Es haben sich unglaublich grindige Slums in den Städten gebildet. Es war wirklich schier. Und dort spricht man zum ersten Mal von der Kontrollform der Arbeit. Was ist die Kontrollform der Arbeit? Wir alle werden, während wir arbeiten und während wir schaffen, von etwas kontrolliert. Und das hält uns am Laufen. Und das ist das, warum wir unseren Job machen müssen. Einige von euch kennen bestimmt diesen lustigen Film mit dem Charlie Chaplin, wie er da so am Band steht und irgendwann läuft das immer schneller und er kommt einfach nicht mehr hinterher. Das war seine Kontrollform. Seine Kontrollform war die Geschwindigkeit des Laufbandes. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Es gab dann irgendwann so den Schlag in den 80er Jahren und dort spricht man dann irgendwann von der Subjektivierung der Arbeit. Und das heißt, dass die Arbeit immer so gut ist, wie gut ihr auch seid. Na, wer kennt diese Situation? Du musst dich selber kreativ einbringen. Na? Du musst dich selber engagieren. Du musst schon ein bisschen Team-Spirit zeigen. Bist du teamfähig? Wie lange machst du Überstunden? Na? Wenn du eine Stunde länger da bist, dann zeigt das auch, dass du den Job wirklich willst. Tu was dafür. Es wird dir zwar nicht bezahlt, aber du kannst eh froh sein, dass du da arbeitest. Das ist die Prekarisierung der Kreativwirtschaft. Und da gibt es so ein paar kreative Konflikte. Wenn man sich mit seiner ganzen Persönlichkeit in die Arbeit einbringen muss, dann kann man auch schnell frustriert werden. Wenn es dem Chef nicht gefällt, dann ist es auch immer ein bisschen Kritik an sich selber. Du hast es nicht richtig umgesetzt. Es passt nicht zu deiner Persönlichkeit und da kommen innere Konflikte auf. Und irgendwann überlegt man sich ab und zu mal so, na, reicht man überhaupt? Ist meine Persönlichkeit genug? Ist das Kritik an mir selber oder ist das jetzt Kritik am Job? Und es ist schwierig und man wird frustriert. In der Soziologie spricht man da von der sozialen Rolle, der Rolle, die du in der Arbeit einnimmst. Von Rollenkonflikten, von Intrarollenkonflikten, Interrollenkonflikten. Ich gehe nicht zu sehr in die Tiefe, aber es ist ein wirklich schwieriges Thema. Diese ganze Kontrollform, die ist sehr allgegenwärtig, gerade für uns Kreative, die in den Medien arbeiten. Und das nennt sich die Subjektivierung. Wir arbeiten Kreative und ich spreche jetzt wirklich ganz, ganz deutlich und sehr deutlich vom Marketing, von Design, auch von Social Media Marketing. Wir arbeiten strategisch. Ne? Wir müssen für Kunden erstmal eine Strategie machen. Wir wollen ja was umsetzen. Wir arbeiten im Marketing, da gibt es das Marketing, es gibt das Marketing. Und da gibt es immer, wie ich sage, die Subjektive und die Objektive. Die Subjektive ist so, na, das kenne ich schon, das habe ich schon mal gemacht. Na, das finde ich leierwand, das gefällt mir voll gut, das mache ich jetzt mal so. Und die Objektive ist so strategisch, sagt so, ich habe diese Ausgangszahlen, diese empirischen Daten, ich kann mich komplett danach richten, ich muss gar nichts mehr selber entscheiden. Was wollen wir lieber haben? Ihr kennt das bestimmt auch von Kunden, sagen so, na, bitte, machen Sie das Logo gelb, das gefällt mir viel besser. Meine Frau hat das gestern auch gesagt. Ich habe mit meiner Frau gestern das Logo am Tisch schon gezeichnet. Da setzen Sie das einfach schnell um. Machen Sie das bitte. This is an actual image of me in 2014. Ich sage euch keine Namen, aber ich bin durch internationale Konzerne gewandert und dachte mir irgendwann so. Tonlos. Da war der Moment gekommen, wo ich mir dachte, ich gehe jetzt entweder kellnern oder ich packe es wirklich an und ich versuche was zu erreichen. Leider ist nicht jeder Mensch so gut. Es gibt so ein paar Visionäre und es gibt so ein paar Leute, die arbeiten einfach kreativ.
Die Visionäre, die wir kennen, die sind leider nicht immer ganz so sympathisch. Die haben zwar wirklich was erreicht, das kann man ihnen nicht abschreiben. Aber sie sind nicht besonders leibernd. Also mit den Essen gehen muss ich jetzt nicht unbedingt, ne? Wir reden über kreative Arbeit. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe das mal versucht so aufzubauen, wie man das so zum Beispiel in einer ganz, ganz klassischen Werbeagentur macht. Na, da kommt der Kunde mit einem Produkt oder mit einer Fragestellung oder mit einem Wunsch. Und dann hocken sich die Leute zusammen und sagen, na, da machen wir jetzt ein Marketingkonzept, so wird das gemacht. Da wird es auf einem Paper festgehalten, es wird dann einmal ganz glorios religiös, wie bei einer Gemeinde, wie jetzt gerade, wird es so vorgetragen und da hocken sich dann die kreativsten und schlauesten Köpfe zusammen und die machen dann das Marketingkonzept. Jetzt bin ich schon zu weit. Jetzt bin ich noch weiter. Und sagen so, na, so wird das gemacht. Das machen wir ein neues Logo, das muss richtig clashen und dann das Werbesujet, dann machen wir einen richtig geilen Auftritt, dann machen wir irgendwie Fotos, dann machen wir die Hausschrift und dann machen wir Flyer, Website, Social Media und dann zeigen wir sie, geiler Kickoff, ultra gut gelaufen. Jetzt machen wir irgendwie Postkarten und Broschüren, was haben wir da gemacht? Na, jetzt machen wir mal eine Illustration rein, jetzt machen wir mal ein bisschen was Lustiges und da andere Tagline, das muss schon wirklich gut sein, das muss super sein. Und so läuft es immer weiter und immer mit dieser Subjektivierung, immer dieses jetzt gerade, ich finde, das ist jetzt super, das ist meine Idee, genau so will ich es haben. Und nach 2 Jahren breitet man das Ganze so auf den Boden auf und denkt sich so, euer Fuchs, da hat der mitentschieden, da hat der was gesagt, da hat der eine Befindlichkeit gehabt, da hat der irgendwie seine Männermenstruation gehabt, nichts hat mehr funktioniert, alles ist irgendwie aus den Bahnen geraten. Die Designer haben geflucht, das, was sie sich am Anfang überlegt haben, ist nicht mehr aufgegangen. Die Marketingleute waren frustriert, weil die Kunden es nicht verstanden haben und alles ist irgendwie jetzt so ein Patchwork an Chaos und ihr weint und ihr blutet innerlich. Ich habe dann irgendwann dieses Büro für Brand Identity und Design gegründet und dachte mir, ich muss mir eine neue Methode überlegen, wie ich das besser umsetzen kann. Und ich werde euch jetzt was davon erzählen. Ihr alle arbeitet im Social-Media-Bereich, im Bereich der Digitalisierung. Ihr wisst um den Wandel, um den technischen Fortschritt. Die Welt dreht sich immer schneller. Die Leute konsumieren anders. Die Leute schauen Medien anders an. Die Leute entscheiden anders, was für sie gerade relevant ist und was für sie nicht relevant ist. Meine Frage an euch ist, warum werden auf diesen neuen Schienen, die uns gelegt worden sind, dieselben Dinge seit 60 Jahren immer und immer wieder produziert? Warum ist das Logo in seinem Konzept noch dasselbe wie vor 60 Jahren oder vor 80 Jahren? Warum ist das Slogan immer noch so allgegenwärtig? Biller, sagt der Hausverstand. Und warum werden diese ganzen Dinge immer noch dieselben gemacht und einfach in die neuen Medien gebracht? Fragen später, danke. Aber das ist eine Frage. Reden wir später. Ich mache erst meinen Punkt fertig, aber ganz lieb, danke fürs Engagement. Wenn wir jetzt Manuals der 60er Jahre anschauen, dann schwelgen die Designer und ich sage, na, so schön, schaut, wie das ordentlich gemacht worden ist, so sauber, jede Schrift wurde gesetzt, handgezeichnet, klar. Die Zeit dafür haben wir heute gar nicht mehr, es wird uns auch nicht bezahlt, ganz ehrlich gesagt. Keiner will mehr 60.000 Euro für ein Logo bezahlen, auch wenn es das wert ist. Kunden fragen so, was, mehr als 200 Euro, seid ihr deppert? Jeder, der Design, Marketing oder sonst irgendwas studiert, der lernt die Regeln. Das ist alles, was wir lernen, auch in der Grundschule. Wir lernen Wissen und wir lernen die Regeln. Warum brechen wir sie nicht einfach? Warum können wir uns nicht adaptieren? Warum hangeln wir uns von Best Practice Studie zu Best Practice Studie. Das ist meine Regel. Jeder kennt diesen Katalog und es wird runtergebetet wie die Bibel in der Kirche. Zielgruppe, Maßnahme, Konzept in dieser Reihenfolge. Es ist immer und wieder dasselbe. Ich sage euch jetzt etwas von meiner Theorie als Soziologe. Viel mehr als an die Zielgruppe, glaube ich, an die Lebenswelt. Wir alle haben unterschiedliche Lebenswelten. Es gibt nicht nur Zielgruppen, sondern es gibt auch Lebenswelten. Was bedeutet das? Das könnte jetzt dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Das sind die Sinusmilieus. Das sind Milieus, die gerade im Fernsehmarketing viel benutzt werden. Und das ist im Prinzip eine Skizze der Gesellschaft, aber sehr abstrahiert, in kleinen Blasen. Und das Lustige, was das Institut der Sinusmilieus gemacht hat, ist, dass es die Lebenswelten der Leute skizziert hat. Anhand ihrer Wohnzimmer.
Wer von euch hat jetzt gerade geschaut, wo er sich selber befindet? Ganz ehrlich aufzeigen. Das machen wir Menschen. Wir verorten uns gerne, weil wir wissen, wo wir im Verhältnis zu anderen stehen und wie gut wir abschneiden. Und das hat schon einer der revolutionärsten Soziologen in den 60er Jahren gesagt, Bourdieu. Der hat gesagt, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf um den gesellschaftlichen Aufstieg und wir möchten gerne nach oben. Wir orientieren uns immer in oberen Milieus, oberen Gesellschaftsschichten und wir möchten da hinkommen. Wir möchten das erreichen, was die haben. Und wenn wir da angekommen sind, dann überlegen sich oben was ganz anderes und der Kampf geht von neuem los. Es ist tatsächlich so. Das bedeutet, individuelle Lebenswelt, jeder von uns, und das können wir ja ganz wirklich sagen, jeder von uns hat so sein symbolisches Barbie-Haus, das er mit den Dingen befüllt, von denen er glaubt, der ist. Ich kaufe nicht einfach nur das Joghurt, weil ich das Joghurt brauche, oder ich kaufe die Jacke, weil sie mich vor der Kälte schützt. Ich kaufe mir die Jacke, weil ich glaube, das bin ich. Oder ich kaufe mir das Joghurt, weil ich glaube, das unterstützt meine probiotische Ansicht an diesem Montagmorgen. So ist es auch mit Urlaub. Keiner fliegt mehr in die Türkei, wir wollen nach Koh Samui, wir wollen nach Japan, wir wollen nach Südamerika, weil das sind mehr wie hier. Na, Bibione? Schon lange nicht mehr, geht nicht mehr. So bauen wir unsere Identität auf und wir wollen, dass unsere Identität an andere Leute abstrahlt. Das hat ganz viel mit dem Wandel zu tun, auch mit dem technischen Wandel. Das heißt, wir haben viel mehr Medien, wir haben viel mehr zu konsumieren und wir müssen zu viel mehr Nein sagen und wir müssen ganz, ganz fix entscheiden, zu was wir wirklich Nein sagen wollen. Wir haben ganz andere Filter und wir haben anders gelernt zu konsumieren. In den 80er Jahren, da gab es irgendwie nur die Videokassette und den Videorekorder zu kaufen. Heute haben wir in 3 Klicks irgendwie die DVD aus Indien, die wir haben wollen. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Aber wir müssen uns ganz schnell orientieren können. Ist das ein Scheiß? Ist das ein Nap? Wie entscheiden wir das? Und wir haben Strategien dazu entwickelt, wie wir das können, warum wir das machen. Das ist eine Skizze der österreichischen Gesellschaft. Das wurde mit dem Institut für Soziologie vor 2 Jahren entwickelt. Und das gibt so in etwa die Sinusmilieus wieder. Das ist für jedes Land unterschiedlich. Deutschland und Österreich ist recht nah beisammen. Es hat ganz viel mit Bildung, mit Geld und mit sozialen Kontakten zu tun. Wie machen wir das nun mit unseren Kunden? Das habe ich ein bisschen ausgeholt. Wir gehen erstmal ganz klar in die Forschung und versuchen mit den Kunden, für die wir Markenidentität zu machen, erstmal den Schmerz zu lokalisieren. Und das ist meistens nicht wie, die Marmelade verkauft sich gut und die Marmelade verkauft sich schlecht und bei den Kunden geht das nicht so gut und mit der Zielgruppe funktioniert das nicht, sondern wir fühlen den Kunden wirklich auf den Zahn. Und da kommen dann oftmals so Dinge raus wie, na eigentlich will ich in 3 Jahre in Rente gehen, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Und mein Kollege, der ist deppert, mit dem spreche ich nicht. Das ist ein Arsch. Oder mein Sohn geht in die Schule. Ich stelle mir eigentlich vor, dass das Produkt in diese Richtung geht, während der Geschäftspartner sagt, ich möchte gerne nach Dubai expandieren. Wir müssen die ganzen Islamgläubigen an uns binden. Das sind diese Dinge, die wir versuchen rauszufinden und dafür haben wir Methoden entwickelt. Und ihr glaubt es nicht, aber wir bringen Leute an einen Tisch und die schauen sich das erste Mal in die Augen, spucken sich dann kurz ins Gesicht und reden dann miteinander. Dieses Getränk ist ein Kunde von uns. Wir haben die Leute an einem Tisch versammelt und wir haben sie vorher befragt und gesagt, was macht ihr da für ein Getränk? Was ist das? Der sagt, das ist eine Bionade. Das ist ein Saftspritzel. Ein Biolimo. Der Champagner unter den Fruchtsäften. Alle schauen sich an so, was? Ich dachte, das haben wir geklärt. Na, offensichtlich nicht. Und ihr glaubt vielleicht, das ist ein Einzelfall. Aber ich sage euch, nach 3 Jahren Arbeit wissen die Leute nicht mal selber, was sie vom Beruf machen. Das bedeutet, wenn du im Marketing bist, wenn du im Social Media bist, wenn du im Design bist, wie schaffst du eine Idee mit Struktur, die einer Firma wirklich weiterhilft und die nicht nur einfach verkauft? Das haben wir vorher gesehen. Wir versuchen eine Markenidentität zu schaffen, die vom Kern aus etwas bildet, nachdem sich die Leute richten können, nachdem sich die Leute einstimmen können. Und da geht es nicht nur um das Marketing, da geht es darum, dass Teaminterner sich neu einstimmen, ihre Denkweise adaptieren und verändern. Und plötzlich merkt man, wenn man dann Dinge umsetzt, dass es nicht nur diese Zielgruppe gibt, sondern dass jeder dieser Touchpoints, die außenrum um den Markenkern aufgerichtet ist, seine ganz eigene Zielgruppe hat. Und ich rede jetzt nicht nur von einem Marketingkonzept, was man einmal baut und dann in die Schublade steckt, sondern das muss bei den Leuten intern, die Firma, nicht nur die Marketing setzen, emotional einsacken. Und da spricht man ganz oft von Archetypen, ne? Das kennt ihr vielleicht von C.G. Jung, diesem großen Psychologievater, der gesagt hat,
Das ist der Kasperl, das ist der Liebhaber, das ist der Visionär. Und klar könnte ich jetzt sagen, wenn ich nach dieser Methode gehe, die übrigens im Branding sehr verbreitet ist, das neue Klopapier, was ich da mache, das ist ein bisschen der Kasperl, das ist der Normale und der Herrscher. Super Klopapier, kauft es. Es ist für die meisten Leute in einer Firma zu abstrakt. Wir haben das ein bisschen weiterentwickelt und wir machen gerne aus Marken so, dass alle Firmen intern, egal ob es jetzt die Putzfrau ist, der Vorstand, der Marketing-Mitarbeiter oder die Sekretärin, wirklich einen Zugang dazu haben und machen daraus eine wirkliche Person, wie zum Beispiel die Heurigenwirtin. Jeder weiß, was eine Heurigenwirtin macht. Die ist ein bisschen breit, die ist ein bisschen lustig, die ist ein bisschen derb, die ist ein bisschen verrucht, wie dein Klopapier. Wir haben das im letzten Jahr mit einer Wiener Organisation gemacht, die Wieder Wohnen hieß. Die ist die offizielle Wiener Stätte, die Obdachlose reintegriert. Und wir haben diese Leute vom Vorstand, von Immobilienmaklern, Streetworkern, Kommunikationsprofis, alle an den Tisch versammelt und haben ihnen dieselben Fragen gestellt und mit ihren Antworten konfrontiert und konnten so wirklich mal filtern, was sie wirklich machen. Und jeder hatte erstaunlicherweise unterschiedliche Ansichten zu Dingen, die sie wirklich tun. Wir haben diese Themen abstrahiert und auf den Punkt gebracht und haben ein Instrument daraus gebaut, was jetzt in Posterform, nicht als Strategy Paper, in jedem Büro, an jedem Schreibtisch hängt. Und immer wenn jemand ins Kasperlkastel schaut, schaut er da drauf und internalisiert diese Identität und lässt es sacken. Es hat ganz viel Diskurs bewirkt und irgendwann haben die Leute gesagt, so ja, es passt, es gab noch ein paar Kritiken, wir haben das abgestapelt, aber irgendwann hat das gepasst. Und dieses Konzept war dann auch automatisch die Basis für unsere Arbeit, die wir im Design zu tun hatten. Wir haben das Konzept des Wohnens abstrahiert in unterschiedliche Symbole, die unterschiedliche Funktionen haben. Alleine sein, Dialog finden, Zugang finden. Und wir haben uns dann wirklich mit Dingen auseinandergesetzt. Wie kann eine Schrift das transportieren, was wir als ein Konzept für diese ganzen Leute, egal in welchem Bereich sie arbeiten, umgesetzt haben. Obdachlose Menschen, die Nutzerinnen und Nutzer der Marke, die sind nicht ganz rund und gerade und sachlich. Die sind lustig oftmals, wir haben mit denen geredet, die haben Ecken und Kanten, die sind lebensfroh. Sie sind sehr wienerisch, so haben wir zum Beispiel diese Schrift gefunden. So wie das die Vorgängerfirma gemacht hat, gesagt, na, da habt ihr ein Logo, da habt ihr die Hausfarben, da habt ihr euer Corporate Design, und jetzt machen wir noch die Icons für die Unternehmenszwecke dazu. Das wollten wir nicht. Wir haben nicht mal ein Logo für sie gemacht, sondern wir haben einfach mit dieser Abstraktion und diesen Symbolen gearbeitet und haben das Ganze dann Obdach Wien genannt. Die Wiedererkennung passierte nicht über das Logo, sondern über den Gesamtdesign-Kontext. Diese Art der Klammer und diese Art des Grundrisses wurde dann nämlich auf die ganze Kommunikation umgemünzt. Dadurch konnten wir auf das Logo eigentlich verzichten. Es war nur noch dieser Schriftzug. Eine der wichtigsten Erkenntnisse für uns war, dass Außenkommunikation und Employer Branding, also das, was nach innen kommuniziert wird und nach außen, genau dasselbe sein muss. Wir leben mit euch, hieß es, und das galt für die Mitarbeiterinnen genauso wie für die Nutzerinnen. Denn klar, obdachlos sein heißt, das ist unsere Gesellschaft immer noch. Warum also kein Logo? Weil Dinge fragmentiert werden. Leute sagen immer, fangen wir mal mit dem Logo an und der Rest, der kommt dann so scheibchenweise irgendwann mal dazu. Das passt dann schon, mach damit. Da schauen wir dann eh, wie das wird. Aber so funktioniert das nicht. Du musst das Konzept am Anfang ordentlich durchziehen und dann merkst du auch, dass die Identifikation auf andere Weise stattfindet. Und das erleichtert dir später die ganze Adaption in unterschiedliche Medien und die Re-Identifikation mit der Lebenswelt der einzelnen Nutzerinnen und Nutzerinnen, wenn du deine Hausaufgaben ordentlich gemacht hast. Hier zum Beispiel ein Design, was meine Artdirektorin gemacht hat, was Corporate Design, Branding, was komplett ohne Logo auskommt. Es braucht kein Design mehr. Es erzählt seine Geschichte einfach so. Warum fragmentieren wir also die Dinge? Das ist, glaube ich, die größte Frage, die ich mir stelle und worauf ich hinaus möchte. Warum ist das das Social Media Marketing? Warum ist das das HR-Management? Warum ist das mein Corporate Design? Warum ist das mein Logo? Warum sind das meine Werbesujets? Warum ist das meine Bildsprache? Warum kann das nicht ein ganzer Organismus sein? Wenn man dir heute das Herz rausoperiert und ersetzt, dann wird sich an anderen Stellen was ganz Erstaunliches tun und du willst es nicht wissen. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass wir die Leute nicht mehr mit Botschaften und mit Design und mit Meinungen überfordern können, sondern es gibt eine gewisse Lernkurve. Durch die neuen Medien, Social Media, ist unsere Aufmerksamkeitsspanne so winzig klein geworden. Das ist einerseits ein Segen, weil
wir können weniger kommunizieren, aber dafür öfter. Aber wir müssen auch ganz genau aufpassen, dass wir diese Lernkurve wirklich treffen. Und das ist schon ein bisschen eine wissenschaftliche Arbeit. Und da bedeutet es im Design nicht so sehr, die Leute zu überzeugen und zu begeistern, sondern es bedeutet mehr, einen Dialog zu öffnen. Wie schaffst du es, dass du Leute in einen wirklichen Dialog mit einer Marke und einem Produkt bringst? Das ist ein Projekt in Works, das kommt bald raus. Das ist ein neues alkoholisches Mixgetränk, das wir machen. Und unsere größte Herausforderung war, es nicht neben Bacardi Breeze am Alkopop-Regal anzubringen, wo es dann versifft auf ewig, sondern sagen, wie schaffen wir ein Produkt, wo die Leute sagen, aha, was ist denn das? Ich möchte das bitte sofort in die Hand nehmen und ich kann es erforschen. Das ist ein bisschen eine kryptische Geschichte auf diesem Ding. Man kann es drehen und wenden und das anschauen und man kann diese Geschichte lesen und überlegen, was diese Symbole bedeuten. Und es hat keine Farbe, sondern nur der Flaschenboden ist eingefärbt und er gibt vielleicht einen kleinen Hint und ein Rätsel auf den Geschmack des Getränks. So schaffen wir einen Dialog mit dieser Marke. Und wenn man dieses Getränk trinkt, wird man überrascht sein, weil es nämlich ganz viel von dieser Geschichte im Geschmack auch wiedergibt. Und für den Vertrieb haben wir uns überlegt, diese Geschichte, diese kryptische und rätselhafte Art und Weise, da hat übrigens ganz viel Fibonacci und Nostradamus und ganz viel Einstein, ganz viel von diesen natürlichen und kosmischen Geometrien eingespielt, die findet sich auch im Verpackungsdesign wieder, weil das Grundkonzept haben wir weitergesetzt. Aus diesen kleinen Löchern, die da oben in der Mitte zu sehen sind, strömt der Duft des Getränks und wenn man es aufmacht, dann wird man mit einer Geruchsbombe überrascht. Und so kann man dieses Spielchen wie ein Netz auf alle Medien weiterspielen. Jetzt kann jeder sagen, na, ihr macht disruptives Marketing, ihr wollt die Leute einfach nur schockieren und mit irgendeinem Scheiß belästigen. Nein, irgendwie nicht. Wir reden von der Doxa. Und die Doxa ist auch ein Begriff aus der Soziologie, das sind die Spielregeln, die wir kennen. Wenn man zum Beispiel an der Supermarktkasse steht und sich 30 Minuten Zeit lässt und die Unterwäsche dabei wechselt, während man bezahlt, dann ist man gegen die Doxa. Das heißt, wir halten uns an diese gesellschaftlichen Feldspielregeln, auch im Design und im Marketing, aber wir platzieren unsere Strategie sehr am Rand. Im Grunde genommen geht es darum, diese ganzen Touchpoints, die man später ausarbeitet, mit dem Grundkonzept abzustimmen und die Qualität gleichzuhalten. Weil die nachkommende Generation nach uns, die ist sehr, sehr viel sensibler, was Identität angeht. Da wird nicht nach Werbeslogan und nach Logo entschieden, ob ein Produkt für uns relevant ist und auch nicht nach dem dritten probieren, weil dazu müssen wir überhaupt erstmal kommen, sondern die prüfen in Sekundenschnelle neurologisch die Touchpoints. Entspricht das dem, was ich vorher gehört habe? Entspricht das dem, was ich an anderer Seite gesehen habe? Hat das dieselbe Qualität? Erfüllt das meine Erwartungen? Ja, nein, eine Millisekunde, nicht geschafft. Ciao, sayonara. Also es geht um diese Touchpoints. Wenn diese Touchpoints gut geschaffen werden, dann erreicht er das, was Starbucks heutzutage schafft. Er verkauft Kaffee für fucking 5 Euro und die Leute gehen mit dem Scheiß, Entschuldigung, Kaffeebecher auf die Straße und machen ein Selfie und stellen es auf Instagram. Why? Sie haben ihren Job gut gemacht. Vielen Dank.